Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir sehen uns heute mal wieder und es wird der erste Herbstvlog des Jahres. Ich habe mich, wie ihr seht, schon fertig gemacht, heute wieder mit Mikro. Ich werde euch mitnehmen, wir haben ein paar Sachen, die wir heute erledigen und ich hoffe, ihr hört die Waschmaschine nicht, weil die läuft noch. Wir gehen gleich los und ich zeige euch dann, was ich mache. Ich nehme euch heute mal richtig mit, mal richtig intern. Und wir werden auf jeden Fall ein paar Duftkerzen holen bei TK Maxx. Dann werden wir zu Müller fahren und gucken, was die da haben. Ich habe da online ein, zwei Sachen gesehen. In verschiedenen TikToks müsste das gewesen sein. Da werde ich mal gucken. Ich werde natürlich auch versuchen, keine unnötige Deko zu kaufen, was ich auch, glaube ich, ganz gut schaffen werde. Vielleicht gehen wir dann auch zu DM. Ich weiß nicht, ob die ihre Herbstsachen schon haben. Ich wollte eigentlich auch noch heute was backen, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitlich heute so schaffen. Thank you.
ich bin jetzt wieder da und ich werde jetzt erstmal mein Outfit wechseln. Ich habe immer noch das Oberteil und die Hose und hatte bis eben noch die Weste, aber das ist einfach zu warm. Deswegen werde ich jetzt einmal mein Oberteil changen. Outfit wurde gechanged, wie man hier sieht. Hier einmal das Backpiece sehen. Ihr habt es zwar schon ein bisschen im Video gesehen, aber ich werde euch jetzt einmal schnell zeigen, was ich alles so gekauft habe. Und eine Sache, die habe ich nicht gezeigt, ich war nochmal in dem veganen Rewe und da habe ich auch ein, zwei Sachen nochmal mitgenommen. Fangen wir an mit meinem Frühstück, Brunch, Mittag, Nachmittagssnack, den ich jetzt hier gleich essen werde. Und zwar ein veganes Fischbrötchen. Dann geht es gleich weiter mit solchen kleinen Karamellpuddings. Dann habe ich noch zweimal so eine Sahne mitgenommen, weil ich eine Zucchini-Suppe machen wollte. Dann habe ich hier drin einmal ein veganes Franzbrötchen. Dann einmal eine Milch. Die Käsewurst, die ich schon mal hatte, ich muss sagen, die finde ich richtig Hammer. Die ist ein bisschen scharf und preislich ist die auf jeden Fall schon mal ein bisschen Döller, sagen wir es mal so. Die schmeckt vom Grundgeschmack aber genauso wie eine Bockwurst, also genau wie die, die man dann zum Beispiel an der Tankstelle hatte mit Brötchen, Ketchup und so eine Bockwurst. Ist meiner Meinung nach genau der gleiche Geschmack. Natürlich hast du ein, zwei kleine Geschmäcker mehr. Dann haben wir einmal Honey Peppers, Tapas. Ihr kennt wahrscheinlich die roten. Jetzt haben wir einmal Dessertcreme Himbeere. Kann ich einmal hier zeigen. Die werde ich auch mal gleich testen. Und dann habe ich noch einmal ein Schnittlauch Frischkäse. War ziemlich günstig und ich probiere gerne mal diese günstigeren Sachen von Eigenmarken. Und dann habe ich eine Sache, wenn ihr im veganen Thema seid, dann habt ihr davon bestimmt mitbekommen. Hafermilch Barista zum selber anrühren, anmixen. Habe ich eigentlich gekauft, gar nicht so, um das jetzt zu benutzen, sondern weil, wenn ich mal Shakes mache oder so, dann gibt es öfters den Moment, wo ich keine Milch da habe. Und in den Momenten, wo ich sage, schade, ich wollte jetzt echt irgendwie einen Shake machen oder so, dann habe ich das. Und dann muss man das natürlich, glaube ich, auch zeitnah aufbrauchen. Deswegen werde ich das jetzt auch erstmal zur Seite packen. Und das ist einfach ein Notfallding, wa? So, weiter geht's. Der schöne Kamera-Akku ist leider kurz alle gegangen. So, kommen wir jetzt zu dem, was ich bei Müller geshoppt habe. Einmal, weil ich natürlich interessiert war, zimtiger Pumpkin Spice Geschmack. Pumpkin Spice Zahncreme. Also, wer auf die Idee gekommen ist, Pumpkin Spice Maske. Das sind so eine ganz normalen Standardmasken. Da ich die nicht so feier, habe ich auch einmal eine Tuchmaske mitgenommen, nur in einer anderen Form. Und dann habe ich auch noch mal eine Haarmaske mit wiederverwendbarer Haube, okay. Genau, das sind die Special Sachen. Ansonsten habe ich noch mal eine Zahnbürste mitgenommen und zweimal Arganöl Haarkur, die nehme ich immer ganz gerne. Und dann war ich noch einmal bei DM. Aber was ich hier Schönes gekauft habe, ich hätte euch gerne Aufnahmen gezeigt, aber da kam jemand zu mir und zwar der nette Security und hat gesagt, filmen darf man leider nicht. Deswegen kann ich die Aufnahmen, die ich gemacht habe, auch nicht verwenden. Schade, Hausrecht, verstehe ich voll, mache ich kein Drama. Was habe ich geholt? Pumpkin Spice Mandelcreme. Ich bin sehr gespannt. Die sieht einmal so aus. Und dann habe ich einmal Tee geholt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Szene wieder. Dann werde ich endlich mal heute was Richtiges essen. Also, bis gleich. Also, wie ihr seht, habe ich einmal den leckeren, leckeren Quark. Und den werde ich jetzt mal testen. Und danach werde ich noch mal einen Haps vom Franzbrötchen probieren, um zu gucken, ob sich das lohnt. Aber an sich ist es wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Wenn man den isst, hat man kurz dieses Feeling, es wird jetzt was Herzhaftes, aber dann kommt direkt die Himbeere. Aber ich würde sagen, 3,5 bis 4 von 5.